Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier wieder zu unseren Live-Marktanalysen bei Tickmill. Mein Name ist Martin Görsch und ich vertrete jetzt noch für diese Woche den Mike Seidel. Und wundert euch nicht, ich hoffe, die Technik funktioniert soweit. Bei mir ist heute mein großer Container abgeholt worden. Der große 40 Fuß Überseecontainer, randvoll, ist jetzt auf dem Weg nach Zypern und deswegen sitze ich hier heute mit ein bisschen Notbehelfstechnik, da ein Großteil meines Equipments inzwischen auf dem Weg in die neue Heimat ist. Also ich hoffe, ich bin hier zu hören und zu sehen. Wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr eine kurze Rückmeldung geben könntet im Chat, ob alles soweit funktioniert. Ich habe den Chat hier offen. Das heißt, okay, sieht frisch aus, ja. Naja, es geht noch, ne? Es war auch gar nicht so anstrengend wie gedacht eigentlich. Und wir haben wirklich den gesamten Container bis Unterkante voll gemacht. Wir haben jetzt 270 Quadratmeter Haus leergeräumt. Das geht in ein 300 Quadratmeter Haus auf Zypern. Also da braucht man natürlich auch ein bisschen Sachen und man will ja auch nicht in einem leeren Haus sitzen. Vielleicht heilt es jetzt heute auch hier so ein bisschen, weil natürlich die ganzen Möbel aus meinem Büro inzwischen auch raus sind. Aber nichtsdestotrotz sollte das hier heute alles gut funktionieren. Prima. Etwas leise, da kann ich gar nicht so viel dran machen. Ich kann versuchen, das noch ein bisschen lauter zu ziehen hier. So, viel mehr können wir jetzt allerdings nicht machen. Ich habe natürlich auch nur noch hier so ein Notmikrofon. Aber ich denke, das sollte passen. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wir starten mal wie immer mit einem kleinen Risikohinweis, bevor wir uns dann mal anschauen, wie es am Gesamtmarkt momentan aussieht. Der S&P 500, der ist, man hätte es nicht geglaubt, ja, vor zwei Wochen noch die absoluten Crash-Szenarios. Jetzt sind wir schon wieder in Reichweite der Allzeithochs gekommen und wir müssen uns tatsächlich anschauen, wie hoch stehen denn die Chancen, dass wir vielleicht tatsächlich neues Allzeithoch sehen in den Indizes. Dann werden wir einen Blick werfen auf eine Aktie, die auf einem ganz, ganz wichtigen Kaufniveau steht, wo es wirklich entscheidend werden könnte, in welche Richtung die nächsten Tage laufen. Und dann haben wir hier vielleicht einen Wert, bei dem man ordentlich Bewegung nach oben mitnehmen kann. Und wir werden natürlich auf den US-Dollar schauen, denn auch der ist an einem ganz wichtigen Level momentan. Wir starten gleich mit dem Überblick über die Woche, was denn insgesamt zu erwarten ist. Aber wie gesagt, vorher kleiner Blick auf den Risikohinweis. Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Da bitte immer dran denken. Chancen auf der einen Seite bergen natürlich Risiken auf der anderen. Deswegen tradet bitte immer nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Und ganz, ganz wichtig auch noch das, was ich hier zeige, das dient rein den Lehr- und Lernzwecken, ist keine Anlageberatung, keine Kaufen, Verkaufen oder Haltenempfehlung für irgendwelche Finanzprodukte. Also, da wir das durchhaben, würde ich sagen, werfen wir einen Blick auf die News, auf die wichtigsten News der Woche. Das sind gar nicht so viele in dieser Woche, aber wir haben einiges, was hier den Markt bewegen könnte. Wir haben hier am Mittwoch die FOMC Minutes, die sind immer ganz spannend, weil man da im Prinzip sieht, was denn auf der letzten Fed-Zinssitzung tatsächlich besprochen worden ist. Da versuchen die Marktteilnehmer dann auch schon so ein bisschen abzuleiten, was denn für die nächste Sitzung zu erwarten ist. Vielleicht ist die Wichtigkeit in dieser Woche gar nicht so hoch, weil wir dann am Freitag hier noch eine Rede bekommen von Jerome Powell. Und zwar wird das die große Rede in Jackson Hole sein, wo sich also viele Notenbanker treffen. Und hier geht der Markt ganz klar davon aus, dass es am Freitag einen deutlichen Hinweis darauf geben wird, wie es denn im September aussehen wird von Seiten der Fed, ob es hier eine Zinssenkung gibt oder ob es keine gibt. Und ich denke, das wird ein ganz, ganz wichtiger Tag werden. Ansonsten sehen wir schon, sind es gar nicht so viele wichtige Zahlen. Wir können hier vielleicht nochmal auf den Bereich schauen, der Zahlen, die hier als nicht ganz so wichtig angesehen werden. Da sieht man sofort, wir haben hier Anfang der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, einiges an Fed-Reden. Das wird an das anknüpfen, was wir in den letzten zwei Wochen schon gehört haben. Da war die Fed schon dabei, den Markt ein bisschen zu beruhigen und zu versuchen, auch diese ganzen Rezessions- und Crash-Ängste hier aus dem Markt rauszunehmen. Das hat soweit ganz gut funktioniert. Dann bekommen wir hier die Einkaufsmanager-Indizes.
für den Bereich des verarbeitenden und des nicht verarbeitenden Gewerbes. So, das sind aber nur die Flash-Zahlen, also die ersten Schätzungen, die können aber durchaus auch hier den Markt bewegen. Das haben wir also in Deutschland, für Europa und dann ganz wichtig hier eben am Donnerstag auch für Amerika von S&P Global. Das ist schon was, wo der Markt drauf schaut und was hier wirklich auch für Bewegung sorgen kann. Vor allem, da die letzten ISM-Daten hier für den Bereich des verarbeitenden Gewerbes ja unheimlich schlecht gekommen sind von Seiten ISM. Und jetzt wird es spannend, wie die Zahlen von S&P kommen. Ja, wenn die jetzt tatsächlich hier im Bereich der Erwartungen kommen um 49,4, dann wird das weitere Angst aus dem Markt rausnehmen. Denn das würde dann völlig konträr stehen gegenüber diesem 43er-Wert aus dem ISM. Und das haben wir häufiger, dass die Art und Weise, wie S&P Global diese Umfrage erhebt, ganz anders ausgeht am Ende als das, was von ISM kommt. Und da muss man dann einfach schauen, auf welche Daten der Markt sich hier fokussiert. Ja, dann haben wir noch ein paar Housing-Zahlen und das war es dann aber eigentlich auch. Am Ende können wir halt nochmal kurz schauen, wie es aussieht von Seiten der, kriege ich jetzt hier gerade gar nicht rein, von Seiten der Unternehmensdaten. Da kriegen wir einiges an Zahlen in dieser Woche, aber da habe ich hier gerade nur die alten Werte von der letzten Woche drin. Von daher, ja, was haben wir eigentlich in der nächsten Woche? Naja, so Baidu liefert die Zahlen, Target liefert Zahlen. Palo Alto wird, glaube ich, ganz spannend. Da kriegen wir also die Quartalszahlen geliefert. Von Lowe's gibt es die Zahlen. Und naja, ich glaube, das sind so die Werte, die man hier vielleicht als ein bisschen wichtiger ansehen kann. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einem Blick auf die Indizes. Die sind heute ein wenig, wenn man sich es hier anschaut, ein wenig im Rückgang. Ja, das sehen wir jetzt hier, der aktuelle Tag, 5548 Punkte, der Stand des S&P 500. Wir haben recht dynamisch eröffnet in der Nachtsession. Ich nehme mal kurz die Signale, die Handelssignale hier raus. So, dann können wir uns das mal ein bisschen entspannter anschauen. Ja, wir sehen also, wir haben recht stark eröffnet. Wir können mal kurz uns den 15-Minuten-Verlauf hier anschauen vom S&P 500. Na, hier haben wir die Open-Kerze, die war recht dynamisch. Da ging es direkt rauf bis 5570 Punkte und haben uns dann auch relativ lange gut gehalten. Ab 5.30 Uhr ist der Markt jetzt hier ein wenig in der Korrektur, aber ich würde das alles nicht überbewerten. Wir haben einen sehr starken Schluss gesehen am Freitag, einen sehr starken Nachmittag, nachdem der Vormittag wirklich dynamisch eingeknickt ist hier bis in den Bereich runter 5513 Punkte. Seht ihr, haben wir uns dann am Nachmittag im Prinzip von da an, wo die Amis am Markt waren, sehr, sehr gut entwickelt. Und hier kamen halt Zahlen, um 14.30 Uhr kamen Zahlen in Amerika. Einzelhandelsumsätze sind sehr gut gekommen. Und das hat hier dazu geführt, dass wir eine starke Momentumbewegung gesehen haben im 15-Minuten-Chart, eine schöne Bullflag hier über eine halbe Stunde. Und dann ging es für den Rest des Tages nach oben und um 19 Uhr hat der Markt dann sein Hoch erreicht, hier bei ungefähr 5564 Punkten. Jetzt sind wir im Moment erstmal bei nichts anderem als diesem kleinen Zwischenniveau hier auf dem 15-Minuten-Chart. Das Ganze können wir vielleicht noch mal eins höher ziehen hier in den Stundenchart. Da sieht man auch, im Prinzip ist hier noch gar nichts passiert. Wenn man sich den Stundenchart anschauen will, so als letzten großen Trendgeber, dann hat man hier auf der Unterseite momentan diese Bewegung, die interessant und spannend ist. Das ist hier eine große Trendlinie, die hier läuft, eine ganz wichtige. Die können wir ja ziemlich genau so hier setzen. Die setzen wir mal als Unterstützungslinie hier, ja, und das sieht man häufiger, wenn wir so wirklich schöne dynamische Bewegungen haben am Markt, und wir hatten jetzt hier quasi den siebten Tag in Folge grün am Freitag, ja, das sieht man hier 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., alles grüne Tage, alles grüne Handelstage, und da sieht man häufig auch auf der kleinen Zeitebene, dass es wirklich schöne Trendlinien gibt, mit denen man hier arbeiten kann. Und wir hängen jetzt hier in einem Widerstand, das schauen wir uns gleich auch nochmal kurz an. Das sieht man hier sehr gut auf dem Tageschart. Ja, wir hängen hier an diesem Widerstandsniveau dieser alten Hochs. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass wir jetzt erstmal ein bisschen
konsolidieren. Und ich würde erwarten, dass wir hier vielleicht sogar den Anfang der Woche ein wenig ruhiger gestalten, dass wir vielleicht sehen, dass es hier ja, ein wenig in eine Art Bullflag-Bewegung reingeht. Denn wir haben es uns ja gerade angeschaut, Montag, Dienstag ist relativ ruhig, da kommt so gut wie gar nichts von Seiten der News. Und ab Mittwoch geht es ja dann eben los mit ein wenig Zahlenwerk und am Freitag dann eben Jackson Hole, am Mittwoch FOMC-Sitzungsprotokoll. Und von daher sehe ich eine recht gute Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht Montag und Dienstag, vielleicht auch Mittwoch am Vormittag noch ein bisschen ruhiger unterwegs sind am Markt und dann mit eventuell neu geschürten Zinssenkungshoffnungen durch Jerome Powell dann die Woche sich auch wieder sehr stark nach oben entwickeln dürften hin zum Ende der Woche. Also momentan sieht das alles für mich bullisch aus. Ich denke, wir müssen uns ja, darauf vorbereiten, dass wir in den Bereich 5.700 Punkte und höher laufen werden im S&P 500. Auch diese Dynamik, in der wir jetzt hier reingelaufen sind, ja, 7 grüne Tage in Folge. Wenn es jetzt eine Konsolidierung gibt, dann kann man sich eben relativ einfach anschauen, was wären denn die nächsten Kursziele. Und das kommt immer ein bisschen darauf an, wo denn dann am Ende das Tief der Konsolidierung liegt. Und nehmen wir mal an, wir kommen hier vielleicht zurück bis in diesen Bereich 5.450 Punkte, also auf dieses alte Widerstandsniveau, ja, was ja dann sehr häufig zu einem Unterstützungsniveau wird. Das ist dann eine sogenannte Flip-Zone. Das können wir uns hier auch mal einzeichnen. Das wäre dann quasi dieses Level hier. Ja, das wäre so eine Flip-Zone, wo sich eben dieses Widerstandslevel, was ja hier drüben schon mal Unterstützung war, ja, was sich dann hier wieder in ein Unterstützungslevel zurückentwickelt. Und wenn wir bis hierhin runtergehen, bis 5.450 Punkte, dann hätten wir auf der Oberseite nachher ein Ziel, das würde dann liegen ungefähr bei 5.840. Und das machen wir einfach dadurch, dass wir diese Bewegung hier heranprojizieren an das Tief der Konsolidierung. Ja, und damit kommt man dann hier auch wirklich auf recht hohe Kursziele. Wir können das Ganze noch eins weiter treiben, das wäre aber meiner Meinung nach wahrscheinlich erst für nächstes Jahr interessant. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in diesem Jahr so weit läuft. Das wären dann nämlich diese Crash-Bewegungen hier, die wir gesehen hatten am Ende, diese große ABC-Konsolidierung hier nochmal oben drauf gelegt und da kommen wir tatsächlich in einen Zielbereich um 6.250 Punkte. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das kann ich mir momentan fundamental nicht so richtig vorstellen, denn das würde ein wirklich hohes Kursgewinnverhältnis für den S&P 500 bedeuten. Und wir liegen jetzt schon relativ hoch. Ja, und auch historisch gesehen liegen wir deutlich über den Durchschnitten im Bewertungsverhältnis vom S&P 500. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen und habe gesagt, naja, über die ganzen technischen Änderungen, die wir jetzt haben, künstliche Intelligenz, die in den Markt kommt und so weiter, ist es wahrscheinlich auch so, dass diese Vergleiche mit den alten Bewertungen und mit dem, was eben in den letzten 50 oder 100 Jahren aktuell war, einfach nicht mehr relevant ist, ja, sondern dass wir uns einfach darauf einstellen müssen, dass die Kursgewinnverhältnisse am Markt höher werden, schlicht und ergreifend dadurch, dass immer mehr Firmen auf künstliche Intelligenz zurückgreifen für ihr Business. Und diese Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz dann bietet, und dann müssen wir gar nicht unbedingt in wirklichen Technologieunternehmen sein, sondern das ist genauso in den klassischen Geschäften, im Retail-Geschäft, im Einzelhandel, bei den Banken, ganz stark im Gesundheitswesen. Da wird es einfach so sein, dass durch diesen Einsatz der künstlichen Intelligenz die Margen auch entsprechend ansteigen. Und bei ansteigenden Margen sind höhere Kursgewinnverhältnisse, höhere Bewertungen für die Unternehmen durchaus gerechtfertigt. Und deswegen glaube ich, hinken diese ganzen Vergleiche, die wir in der letzten Zeit immer wieder präsentiert bekommen, wo es am Ende heißt, boah, das KGV im S&P 500, das steht jetzt schon bei 21, bei 22. Ja, und normalerweise stehen wir irgendwo bei 18, 19. Das ist viel zu hoch. Ich sehe das ein bisschen anders und deswegen sehe ich prinzipiell auch noch Potenzial für steigende Kurse. Aber wie gesagt, 6.250 ist dann vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen noch für dieses Jahr. Okay.
Also das mal zu den Indizes, das sieht im Prinzip überall ähnlich aus, aber der S&P 500 ist doch schon am stärksten und ist für mich auch immer noch so ein bisschen der Motor des Aktienmarktes und deswegen schaue ich da immer ganz besonders gerne drauf. So, dann wollte ich mit euch einen Blick werfen auf den US-Dollar-Index. Das machen wir mal so hier über den, da haben wir einen Dollar-Index Currency. Ja, und das ist hier das große Bild, was ich euch zeigen wollte. Das ist nämlich, wenn man sich das auf dem Wochenchart schon alleine mal anschaut, sehr, sehr spannend, was wir hier sehen. Das nehmen wir mal raus. So. Einmal alles so glattgestellt. Also, die Bewegung, die wir jetzt im US-Dollar-Index haben, die können wir uns einmal übergeordnet hier ganz kurz anschauen. Wir haben eine größere Abwärtsbewegung, das ist diese hier gewesen. Ja, und nach dieser größeren Abwärtsbewegung hat sich das hier noch einmal eine Abwärtsbewegung angeknüpft. Da sind wir nicht mehr sehr viel tiefer gegangen als diese letzten Tiefs. Da haben wir im Prinzip dieses große Unterstützungslevel kurz verlassen, sind dann aber relativ schnell hängen geblieben. Und das, was für uns jetzt eigentlich wichtig ist, das ist dieses Niveau hier. Wir hatten hier ein sehr schönes Dreieck im Dollarindex. Das war wirklich ein ganz klassisches Ding. Ich hätte auch gedacht, dass wir da vielleicht noch ein bisschen drin bleiben, dass es nochmal kurz nach oben geht Richtung gleitenden Durchschnitt und wir dann nach unten wegbrechen. Aber wie es aussieht, brechen wir jetzt in der aktuellen Woche schon nach unten weg aus dem Dreieck. Ihr seht das auch hier, der Görsch-Trend hat negativ gedreht. Ja, wir sind im überverkauften Bereich, von daher muss man jetzt natürlich mit Short-Positionen enorm aufpassen, weil einfach nicht mehr so viel Platz nach unten ist. Aber wir haben das hier gesehen im November letzten Jahres. Da sind wir auch in diesen überverkauften Bereich reingekommen im Dollarindex. Da lagen wir hier auf diesem Niveau 104,40 und sind dann im Anschluss trotzdem noch runtergekommen bis unter 101. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt ganz gute Chancen, dass zumindest mal dieses alte Unterstützungslevel hier getestet wird. Also das Level um 101. Das ist das alte Unterstützungsniveau. Und da sehen wir auch, wenn das ein paar Tage noch dauert, der 200er gleitende Durchschnitt, der zieht sich hier langsam weiter nach oben. Und deswegen haben wir dann hier auch so eine Art Cluster-Unterstützung in diesem Bereich des Dollar-Index. Also das ist hier jetzt auf dem, Entschuldigung, das ist natürlich der 200-Wochen-Durchschnitt, den wir hier haben. Ich habe ja gerade auf den Wochenchart gewechselt. Auf dem Tageschart sehen wir, dass wir schon unterm 200er notieren. Ja, und das ist natürlich besonders bearish. Wir sehen, der 50er gleitende Durchschnitt, der fällt, der 200er gleitende Durchschnitt fällt. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier auf dem Montag aus diesem Dreieck auszubrechen. Das Bild vom Görsch-Trend ist ähnlich wie vom Görsch-Trend auf dem Wochenchart. Nur, dass wir hier schon deutlich länger negativ sind, seit Anfang Juli. Und da seht ihr auch nochmal, wie schnell dieser Trendindikator hier reagiert, wie schnell der reindreht, wenn sich wirklich das Chartbild verändert. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, um immer zu erkennen, was ist denn in der Zeitebene, die wir uns hier anschauen, die übergeordnete Trendbewegung. Und jetzt haben wir gesehen, die Trendbewegung ist ja auf dem Tageschart schon relativ lange abwärts gerichtet und jetzt kommt eben der Wochenchart mit dazu seit letzter Woche. Und das ist eben besonders bearish. Das bedeutet für mich immer, wenn der Wochenchart negativ ist und der Tageschart negativ ist, dann bin ich auf der Suche nach Short-Setups. Und das können natürlich Breaks sein, wie die Breaks hier jetzt unter dieses Dreieck. Das ist definitiv ein Verkaufssignal für mich. Das kann aber auch genauso gut sein, dass ich jetzt in den nächsten Retracements wieder agiere. Und das mache ich typischerweise sehr gerne in so Situationen wie hier im Dezember letzten Jahres. Das war wirklich toll. Da haben wir diese große übergeordnete Abwärtsbewegung gesehen hier im Dollarindex. Haben dann gesehen, dass der Markt stark rein korrigiert an ein Widerstandsniveau. Das war hier auch ganz wichtig. Das kann ich mal kurz einzeichnen. Das hier ist das große Widerstandsniveau, was wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und wie wir in das Widerstandsniveau reingelaufen sind, haben wir gesehen, einmal, zweimal, dreimal, viermal hat der Markt versucht, das nach oben zu durchbrechen, hat es nicht geschafft. Und dann haben wir hier auf der Unterseite
diese negative Kreuzung im Slow Stochastic Indikator. Und das ist für mich das Idealszenario, um zu shorten. Wir sind in einem negativen Gerschtrend auf Tagesbasis und auf Wochenbasis. Wir sehen, dass wir eine Konsolidierung, eine Korrektur gesehen haben, die bis in den überkauften Bereich gelaufen ist, sehen dann eine negative Kreuzung und dann hatte man hier eine ganz hervorragende Chance, diese große Abwärtsbewegung mitzunehmen. Denn im Prinzip ist hier nichts anderes passiert als eine erste Dynamik, die hier in den Markt gekommen ist. Dann haben wir einen Wimpel gesehen und nach diesem Wimpel, ja, hat sich im Prinzip die Höhe dieser ersten Momentumbewegung nach der Konsolidierung hier nochmal unten dran gesetzt. Ja, und damit war dann im Prinzip auch schon fast mehr oder weniger der Zielbereich erreicht. Und das ist etwas, diese Konstellation, da würde ich jetzt darauf achten, ob wir sowas wieder kriegen hier im Dollarindex. Ja. Wir haben im Prinzip jetzt hier schon was ganz Ähnliches gesehen. Wir haben diese erste große Abwärtsbewegung gesehen, waren dann in so einer Bear Flag drin. Die hatten wir uns auch angeschaut in den Sendungen. Und jetzt sind wir eben auf dem nächsten Weg nach unten. Und wie gesagt, diese Ausbrüche bieten sich an zum Shorten. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter runterkommen und sehen dann eine Korrektur, die uns wieder hier oben ins Niveau 102, 102,5 reinführt, und wir sehen, dass der Slow Stochastic hier nach oben kommt, über die 50 und dann wieder negativ kreuzt, dann hat man auch die nächste Möglichkeit, hier auf der Short-Seite dabei zu sein. Okay, das war der Bereich Dollar-Index. So, bevor wir auf die Fragen gehen, will ich euch eine Aktie noch zeigen, die ich sehr interessant finde. Das ist nämlich die PayPal-Aktie. Wir haben bei PayPal vor einiger Zeit Zahlen bekommen. Das war hier am 29.07. Da ging es dann richtig schön dynamisch nach oben. Und warum das dynamisch nach oben ging? Naja, relativ klar. Wir haben recht gute Zahlen gesehen. Ja, wir hatten Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Wir sehen auch, dass für die nächsten Quartale hier weiter gute Zahlen erwartet werden. Und dementsprechend haben wir eine sehr dynamische Bewegung nach oben gesehen. Das, was dann gefolgt ist, das war eine sehr starke Gegenbewegung. Und das, was hier insbesondere interessant ist, ist, dass diese Gegenbewegung ja genau bis zum Gap Close gelaufen ist. Genau bis Gap Close und genau in diesem Moment sind hier die Käufer reingekommen und wir haben eine sehr hohe Dynamik zur Oberseite gesehen. Und jetzt sehen wir mit dieser Bewegung von Donnerstag und Freitag, die wir gesehen haben, dass der Markt hier zum ersten Mal wieder eine saubere Sequenz zeigt. Na nun. So. Rauf, runter und wir haben jetzt hier ein neues Hoch. Wir haben jetzt also hier so eine erste positive Sequenz seit dieser letzten größeren Abwärtsbewegung. Ja, und diese erste positive Sequenz, die sorgt dafür, dass wir jetzt an einem ganz wichtigen Widerstandslevel liegen. Das können wir hier auch nochmal schnell einzeichnen. Das Widerstandslevel, um das es jetzt geht, das ist das hier. Da waren wir einmal ganz kurz bei den letzten Gewinnzahlen oben drüber, sind dann aber sofort nach unten weggebrochen. Deswegen würde ich diese Kerze hier auch gar nicht groß mit berücksichtigen. Das war ein Earnings Move, der sofort abverkauft worden ist. Der hatte nichts mit dem regulären Handel so richtig zu tun. Und deswegen haben wir hier momentan ja diese Situation, dass wir ein sehr schönes Begrenzungsniveau hier auf der Oberseite haben. Und auf der Unterseite sehen wir eine steigende Trendlinie. Okay, so ich hoffe, die Verbindung ist halbwegs stabil. Ich habe jetzt hier schon zweimal gesehen, dass OBS irgendwie aufgegeben hat. Aber ansonsten war die Verbindung relativ schnell wieder da. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihr das alles seht, was wir jetzt hier drauf haben. Aber eigentlich sollte das soweit funktionieren. Alles klar. Gut, ja, und das ist der Part, der jetzt hier für mich wichtig ist. Wir haben hier unten wie so eine Konsolidierung. Und nach dieser Konsolidierung sehen wir eben, dass wir kräftig Platz nach oben haben.
Wir können uns das hier charttechnisch anschauen, wo die nächsten Widerstände liegen. Die kann man hier recht einfach identifizieren bei PayPal. Die liegen nämlich tatsächlich dann erst hier oben irgendwo im Bereich um 75, $76. Und da muss man jetzt einfach schauen, wie man wie man mit diesen Moves umgeht. Wir haben eine Höhe des Dreiecks, das ist diese. Und typischerweise ergeben sich unsere Kursziele ja aus der Höhe des Dreiecks einmal auf das Ausbruchsniveau draufgelegt. Und damit kommen wir hier oben in diesem Bereich um 80, $81. Wir haben ein bisschen drüber hier noch ein offenes Gap, das liegt bei $85. Auch das wäre ein gutes Ziel. Und somit würde ich, wenn ich hier so einen Trade aufsetze, versuchen, mit mehreren Kurszielen zu arbeiten. Als erstes vielleicht dieses Niveau hier bei $76. Das ist doch ein recht starkes Level. Wir haben hier nochmal so ein kleines Gap-Close-Niveau bei 72. Das würde ich aber gar nicht mal so sehr überbewerten wollen. Das war hier schon mal ein offenes Gap, ist auch geschlossen worden und der Markt ist direkt durchgelaufen. Und dementsprechend würde ich eher mit diesem $76-Kursziel arbeiten. Und als zweites Ziel würde ich vielleicht tatsächlich dieses Gap hier oben anvisieren. 82, 83, $84. Das sind so die Niveaus, die mir jetzt hier bei PayPal recht gut gefallen. Und dementsprechend ist das eine ganz, ganz spannende Ausgangsbasis. Und wenn man sich die Bewertung anschaut, das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PayPal, dann liegen wir im Moment, glaube ich, irgendwo bei einem 16er Kurs-Gewinn-Verhältnis oder so. Und damit muss man ganz klar sagen, die Aktie ist auch wirklich alles andere als teuer. Na, und entsprechend ist es auch durchaus interessant für ein Investment. Wir hatten in meinen anderen Sendungen häufiger über PayPal gesprochen, als es hier ziemlich dynamisch alles nach unten ging. Und da hatte ich euch immer wieder gesagt, ma, ich würde warten mit dem Kauf. Ich würde warten, bis wir wirklich irgendwo eine Bodenbildungsphase sehen und dann lieber eine Ecke später einsteigen und dafür etwas sicherer sein im Trade. Und das, was wir in der letzten Zeit hier gesehen haben, das ist diese Seitwärtskonsolidierung. Und jetzt haben wir einen neuen CEO im Unternehmen, der kann jetzt erstmal zeigen, was er auf der Pfanne hat. Und sobald wir eben sehen, dass diese Zahlen, die deutlich besser geworden sind, doch nachhaltiger sind, glaube ich, haben wir eine gute Chance, in der Aktie hier auch wirklich weiter nach oben zu laufen. Und deswegen wäre es eine Aktie, wo ich auch bereit wäre, diese Breaks hier im Moment zu handeln. So, dann hatten wir hier noch eine Frage von Kirill zu Gold. Da schauen wir auch gerne noch drauf. Gold, vielleicht gucken wir auf den Gold Future, mein Lieber, da schaue ich eigentlich immer am liebsten drauf. So, Gold Futures. Ja, und da sehen wir, Gold ist hier schön auf neue Hochs gegangen, hat diese große Widerstandszone, die wir hier drin hatten, überwunden und macht im Prinzip seitdem nichts anderes als einfach nur diesen sauberen Trend hier fortsetzen. Und für den Moment ist das immer noch sehr, sehr bullisch, was wir hier charttechnisch sehen. Wir haben jetzt hier eine große Seitwärtsphase gehabt. Und wir sind aus dieser Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen. Und das liefert uns hier noch Kursziele zur Oberseite, wenn wir die ans Ausbruchsniveau anlegen, Richtung $2.600. Ja, 2.550 war im Prinzip die ganze Zeit das Kursziel, was ich hier ausgerufen hatte für die laufende Bewegung. Da sind wir jetzt im Prinzip schon dran gelaufen am Freitag. Ein bisschen Luft haben wir noch durch diese Seitwärtsrange. Und auch wenn man sich das von Seiten der Fundamentaldaten anschaut, dann sieht man, dass die Zentralbanken in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark Gold kaufen. Wirklich dynamische Käufe, die da drin sind. Und wenn wir uns jetzt mal Gold hier auf Monatsbasis anschauen, ja, und gucken mal auf die letzten 2 Jahre, dann sehen wir im Prinzip, ne, ab diesen Tiefs im August 2022 diese sehr dynamischen Bewegungen nach oben. Und das ist nichts anderes als wirklich große Käufe. Und die kommen zum großen Teil hier tatsächlich von den Zentralbanken. Ja, und aber auch da können wir uns, wenn wir uns das Chartbild anschauen, mal ansehen, wo denn die Ziele lagen. Ja, wir hatten hier diese Aufwärtsbewegung, diese erste große, die bis zu diesem starken Widerstandslevel gelaufen ist. Und da seht ihr auch, wo das herkommt. Das kommt vom Monatschart. Und damals, als wir hier durchgegangen sind, Anfang 2024, auf dieses neue Allzeithoch, hatte ich noch gesagt, nee, ich würde hier den ersten Ausbruch nicht direkt kaufen, weil diese Breaks über so wichtige Hochs,
die brauchen doch eine Nachhaltigkeit. Und die ersten Ausbrüche funktionieren ganz oft nicht. Und das war wirklich das perfekte Kursbild, was wir hier gesehen haben. Den ersten Ausbruch und dann 2 Monate Konsolidierung und dann diese hohe Dynamik, die hier reingekommen ist. Und das war der Moment, um mittelfristig Gold zu kaufen. So, nur wenn wir uns eben anschauen, wie jetzt die Bewegung gelaufen ist, erste Dynamik nach oben, dann diese schöne Bullflag, die hier drin war, ziemlich sauber. Und jetzt nehmen wir die Bewegung vom Tief der Konsolidierung und dann kommen wir hier auf ein charttechnisches Kursziel von 2.300 Dollar. Das war das erste klare Kursziel. Das ist inzwischen erreicht worden. Damit ist diese Nummer durch. Das heißt, wir brauchen jetzt eine andere Möglichkeit, um ein Ziel zu definieren. Und da bietet sich eigentlich nicht mehr viel an. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir haben einmal diese große Korrektur. Da sind wir jetzt an das Kursziel rangelaufen. Von dieser Korrektur, die wir hier gesehen haben, kommt das Kursziel 2.550 Dollar, was ich hier ausgerufen hatte. Ja, das ist einfach nur die letzte Konsolidierung hier oben drauf gelegt. Das ist ein reales Kursziel, mit dem man bei Gold hier arbeiten konnte. Und jetzt haben wir im Prinzip nur noch eine Möglichkeit, die wir hier noch nicht genutzt haben. Das ist diese ganz große Konsolidierung, die hier vom Monatschart kommt. Und die liefert uns die Ziele, die dann wirklich langfristig sind. Und die gehen dann hier rauf bis 2.800 Dollar. Aber das wären dann Ziele, die hier aus dem Monatschart kommen. Und die man im Prinzip dann auch für Trades im Monatschart nutzt. Und wenn man sich das anguckt, wie hier zuletzt die Bewegung gelaufen ist, dann haben wir hier eine sehr hohe Dynamik, ja, bis hier an dieses Niveau, sehr hohe Dynamik. Witzigerweise ist das das 161,8er Level von dieser ganz großen Korrektur, die hier gelaufen ist, von dieser großen Abwärtsbewegung, sind wir hier ans 161,8er Level rangekommen. Dann erwarten wir ja immer eine Konsolidierung. Die kam hier auch, die kommt hier auch sehr, sehr schön in Form eines Wimpels. Ja, wirklich toll, bullische Konsolidierung. Und dann wisst ihr ja jetzt, wie ihr eure nächsten Kursziele bestimmt, nämlich indem ihr an das Tief dieser Konsolidierung geht. Und dann haben wir hier jetzt nochmal ein Zwischenniveau als Kursziel nur von dieser letzten Momentumbewegung hier in die Konsolidierung rein. Und dann kommt das nächste Kursziel hier auf der Oberseite 2.700 Dollar. Also jetzt haben wir 3 Kursziele, das ganz kurzfristige 2.600, das mittelfristige 2.700, das langfristige liegt dann tatsächlich da oben bei 2.800 Dollar. Und dann ist auch wirklich erstmal Schicht im Schacht. Und dann müssen wir schauen, wie sich der Kurs bis dahin entwickelt hat. Denn erst dann haben wir eben Möglichkeiten, neue kurstechnische Ziele uns hier zu generieren. Okay, so, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn wir uns morgen hier wiedersehen, nämlich wieder um 8.30 Uhr. Und dann schauen wir mal, wie sich der Markt heute bewegt hat und was sich morgen an Chancen ergibt. Bis dahin euch alles Gute und bye bye.